Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim, The Elder Scrolls 5. Ich habe übrigens gerade Lydia angesprochen, dass sie mir wieder folgt und da hieß es, ich suche noch einen Vogt für mein Haus. Habt ihr Interesse? Können wir sie auch noch fragen. So, wir müssen... Wo sollen wir denn hin? Ich befinde mich auf dem Weg nach Unaussprechlich, einer gewaltigen Zwergenruine. Dort sollten sich die legendären Augen der Falmer befinden. Karlia und Brynjolf erwarten mich im Inneren. Gemeinsam wollen wir verhindern, dass Mercer frei die Augen stiehlt und sich mit Nocturne als Skelettschlüssel aus dem Staub macht. Reise nach Gtg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 
Ja, das hat Lydia auch nochmal versucht. Ey, die liegt ganz schön neben sich da vor mir. Boah, ey. Ha, ein voller Marsch. Ja. Das war wohl der... Ich weiß nicht, ob das jetzt der Silberpfeil sein soll oder... Nee. Keine schlechten Witze. Oh, danke. Und wieder mal ein Schloss, ohne den Dietrich zu bewegen, geöffnet. Ja, wollte ich eigentlich nehmen, die Torch Light. Aber ich hab's ja eigentlich... Habe ja eigentlich zu viel davon mittlerweile. Irgendjemand hat was dagegen, dass ich hier hochlaufe. Ein Stuhl. Ist die Frage, was machen denn diese Viecher hier? Sollte ich hier nicht eigentlich was finden? Hier ist ein Durchgang, so eine Passage. Ich wurde gelocht. So, wir haben den Durchgang durchgemacht. Ich glaube, hier kommt man hoch. Headshot. Okay, hier kam man nach oben. Was machen wir hier auf dem Dach eigentlich? Wow, eine Adeptentruhe. Ja, die hat noch ein bisschen höheren Schwierigkeitsgrad, aber war eigentlich auch noch so einfach. Wieder so viel Zeugs. Mit wem ist Streitachse? Ich hab's einen Arsch offen. Sowas ist wertvoll, aber nehme ich nicht mit. Ey, wie hoch geht's denn noch? Krass, hier oben ist der Eingang. Fragt sich, wenn das die Nord aufgebaut haben, wie sind die Dwemer dann reingekommen? Ignakt Arkanex. Aha. Sprich mit Kalia. Alter Schwede, ist das dunkel hier. Nicht mal das hilft. Ich mach mal Kerzenschein. Wumm. Hier liegen Leute. Aber weh, ich sehe Kalia jetzt auf einmal irgendwie tot irgendwo rumliegen. Wäre aber nicht gerade das, was ich wollte. Dann kommt aber wirklich der Todesfürst. Bäh. Schlösserknacken, ey, das ist schwierig. Ja, das war zu viel. Experten, ey. Experten machen mir immer noch Sorgen hier. Scheiß Experten. Ein Ebenerzbogen. Alter Verwalter. Ein Eben... Boah. Ja, den nehme ich mal mit. Tut mir Feuer eigentlich weh? Nö. Macht ihr es auch immer in jedem Spiel oder so, was ihr neu findet? Wenn das irgendwo brennt, geht ihr sofort dorthin und stellt euch genau auf die Flamme und guckt, ob es weh tut? Das ist irgendwie faszinierend.
So. Lydia? Lydia ist weg. Shit. Ich bin hier alleine auf mich gestellt. Fuck! Hallo? Okay, ist ja nicht so schlimm, aber... Wenn das mal so weit kommt. Es könnte schlimm enden für mich. Ich mach mal auf links Kerzenschein, sodass ich dann... So, ganz einfach den Zauberspruch stauern kann. Ich höre schon wieder irgendwelche Dwemer-Geräte. Aber hier war ja schon jemand. Wo kommt das her? Ja, wenn ich jetzt gegen ein Golem... Ja, gegen ein Golem. Wenn ich jetzt gegen ein Golem alleine antreten muss. Dann wird's aber heftig. Hä? Die haben hier ein Anti-Schreifeld. Ne, doch nicht. Merkwürdig. Warum habe ich den Zauberspruch ausgezaubert, aber... Aber es kam kein Schrei raus, hä? Sehr merkwürdig. Frostresistenz. Oh. Nö. Keine Lust, das mitzunehmen. Achso. Feuerpfeil. Das finde ich jetzt geil, dass das Spiel sowas implementiert. So Feuerrätsel. Aua, heiß, heiß, aua, heiß, aua, heiß, 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 aua. Glitch King, los. Hey, du Wichsviech. Die haben kleine Ratten angegriffen. Lock. Fortschritt wurde übrigens nicht mit aufgenommen. Doch, wurde aufgenommen. Eine orkische Rüstung. Ah. Über diese Truhe an der Seite. Was erwartet mich hier unten? Wir werden es erfahren, irgendwann mal. Wenn uns das Spiel sagt, du bist angekommen, lehn dich zurück. Nee, das brauche ich ja nicht, ne? Okay. Ist hier was? Ja, natürlich. Ich kenne auch die Leute von Bethesda. Die programmieren doch gerne sowas. Okay, wir haben hier einen Hebel. Und dieser Hebel bewirkt irgendwas. Und was es bewirkt, erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bye bye.